Also man sagt ja vom Westfalen, dass er immer so an seiner Scholle hängt. Also wie oft habe ich beim Nachbarn nach dem Schlüssel gefragt, wenn, keine Ahnung, meine Eltern nicht da waren und ich war irgendwie zu Hause und kam nicht rein. Und das sind so Dinge, die sind eigentlich selbstverständlich und gehen, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch immer mehr verloren, dass man so diesen Bezugspunkt und letztendlich auch die Hilfe von Leuten hat, die um einen herum wohnen. Und das habe ich persönlich immer als sehr toll empfunden. Also dieser Verein, das ist mein erster Verein gewesen. Also mit 6 Jahren habe ich hier angefangen, also nicht auf dem Platz, der ist jetzt relativ neu, sondern damals waren die Plätze noch etwas schlechter und habe hier 7, 8 Jahre gespielt. Und gerade deswegen habe ich natürlich auch eine besondere Beziehung zu diesem Verein, der vor 1, 2 Jahren finanziell in Schieflage gekommen ist. Und ich habe mich bereit erklärt, dem Verein erstmal kurzfristig zu helfen. Und mittlerweile ist daraus ein Projekt entstanden, was, glaube ich, zum einen sehr ambitioniert ist und auch einzigartig in Deutschland, nämlich zu versuchen, einem klassischen Amateurverein, das ein Bezirksligist mit den typischen strukturellen Problemen, langsam Profibedingungen zu verpassen. Na, es gibt ja immer so im Grunde 2 Ebenen. Das ist so die erweiterte Nachbarschaft. Und gerade wenn die Stadt kleiner ist, ist die dann relativ groß. Und das ist dann immer ganz schön, so die Nachbarn und Bekannten dann wiederzusehen. Und ich habe zum Teil auch ehemalige Schulkollegen oder ehemalige Mitspieler, die auch in unmittelbarer Nähe wohnen. Und entweder sagt man sich auch Bescheid, dass man da ist, oder sie sehen dann auch, dass ich dann da bin, und dann trifft man sich. Das ist ja auch das Schöne, dann zurückzukommen und Leute um sich zu haben, die man seit Ewigkeiten kennt. Also hier bin ich auch wirklich kein Exot mehr. Also, dass ich natürlich der Fußballspieler Christoph Metzelder bin, ist klar, aber das interessiert den Halter eigentlich keinen.